So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Final Fantasy VII Rebirth Guide und heute zeige ich euch, wie ihr euch gegen den Robofrosch im Hard Mode ganz easy behaupten könnt, wie ihr natürlich dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad euch auch entsprechend mit Materia in eurem New Game Plus Run ausstatten müsst und wie wir dann in den einzelnen Phasen im Fight natürlich vorgehen müssen, um dann relativ schnell auch als Gegner hervorzugehen. Ja, wir setzen natürlich hier erstmal wieder auf die Ausrüstung und bei Cloud nehmen wir das Runenschwert Talisman der Unterwelt Plus und Mantel des Chocobo-Königs mit, MP-Absorption mit Gewitter, dann Magieverstärkung mit Gewitter, den Erstschlag nehmen wir natürlich auch mit und als Materia Esper nehmen wir hier den Gilgamesh. Außerdem in der Rüstung gleich noch Zeit und gestärkte Attacke und pure Magie, ATB-Ladebonus, magische Attacke plus 20 und physische Attacke plus 20 in den Waffenfertigkeiten. Bei Eris setzen wir auf den Prismenstab, himmlischer Reif, Genji Armschutz, außerdem MP-Absorption in Verbindung mit Gewitter, dann Magieverstärkung auch in Verbindung mit Gewitter und dann haben wir hinten noch Feindtechnik und ATB Boost. Weiter den Phönix, außerdem Magieboost, Erstschlag und Autospezialfertigkeit und als Waffenfertigkeit nehmen wir noch TP Maximum und beständiger Magiekreis mit. Dann haben wir noch Yuffie als drittes und hier nehmen wir Mondsichel, Vavados Reif Plus, Loche Schlüsselanhänge und ATB Boost. Außerdem ATB Ladebonus, was wir hier natürlich alles bei ihr als Waffenfertigkeit so mitnehmen können. Und damit ziehen wir in den Kampf gegen den Robofrosch. Und als erstes holen wir hier uns über Cloud mal Hast für Yuffie. Das ist nämlich super wichtig, wenn wir gleich den Nebelschleier immer wieder wirken, beziehungsweise ausführen. Als nächstes holen wir uns dann bei Cloud auch direkt nochmal Ene, aber für Eris ab. So können wir gleich mit ihrer Magieattacke, mit dem Gewitter, beziehungsweise mit dem Blitzgar natürlich ordentlich Schaden anrichten. Wir wechseln auch zu Eris rüber, holen uns den ATB-Boost und holen dann auf Yuffie erstmal den Magiekreis, beziehungsweise den heiligen Magiekreis und anschließend noch den Magiekreis, innerhalb dem wir jetzt die ganze Zeit wieder den Nebelschleier ausführen werden, um natürlich ATB-Leisten aufzuladen. Hier kannst du im Vorfeld natürlich auch gerne den ATB-Boost dann aktivieren, damit Yuffie auf jeden Fall ziemlich schnell dann auch den Nebelschleier hier im Magiekreis ausführen kann. Sobald alle ATB-Leisten geladen sind, wechseln wir rüber zu Eris, halten Dreieck gedrückt, um direkt hier im Magiekreis zu landen und können dann Blitzger gegenüber dem Robofrosch wirken und damit haben wir ihm auf jeden Fall schon mal ordentlich Schaden zugefügt. Wir switchen wieder rüber zu Yuffie, machen dann die ganze Zeit wieder mit L1 und Kreis auf diese Schnellwahltaste, habe ich das jetzt gelegt. Da wechseln wir immer wieder mit dem Nebelschleier, beziehungsweise das spammen wir, um natürlich ATB-Leisten immer wieder schnell zu laden. Und wir sehen, das Ganze ist jetzt hier schon geladen. Das bedeutet also, im nächsten Step können wir dann auch gleich wieder hingehen und können natürlich wieder weiter Blitzgar wirken. Ja, der Robofrosch kommt jetzt hier erstmal natürlich in die nächste Phase. Und da wird er natürlich auch mal ein bisschen ja, herausfordernder. Er geht natürlich mehr auf Attacke. Aber das macht uns überhaupt nichts aus. Auch wenn wir jetzt vielleicht mal hier und da ein bisschen Schaden abbekommen, ist nicht ganz so schlimm. Das sollte auf jeden Fall alles soweit ausreichen, um hier easy durchzukommen. Ja, zwei geladene ATB-Leisten. Wir gehen mit Eris wieder in den heiligen Magiekreis durch Halten von Dreieck und wirken hier wieder Blitzgar und können damit natürlich auch den Robofrosch, ja, in dem Fall jetzt schon fast hier komplett ausschalten. Es braucht jetzt nicht mehr viel. Wieder weiter mit Nebelschleier bei Yuffie natürlich parallel dazu, während Blitzgar gewirkt wird, die ATB-Leisten laden, sodass Eris sozusagen eigentlich direkt im Anschluss schon wieder Blitzgar hinterherfeuern kann. Ja, und das ist im Prinzip so das Spiel hinter diesem ganzen Bild, beziehungsweise hinter dem Match hier gegen den Robofrosch. Und an der Stelle gehe ich davon aus, werdet ihr den Robofrosch ganz easy besiegt haben, auch wenn er jetzt hier nochmal so ein paar letzte Aktionen bringt. Und wenn ihr dann wissen wollt, wie es im Kampf gegen den nächsten größeren Boss in Final Fantasy VII Rebirth im Hard Mode weitergeht, dann folgt doch einfach hier dem Video. Bis dahin, haut rein und macht's gut!